Hi Leute und ein herzliches Willkommen in einer weiteren Aufnahme Stardew Valley. Für morgen wird es Windböen geben und ich weiß immer noch nicht, was das so wirklich bedeutet. Der Wahrsager sagt, dass die Zukunft in meinen Händen liegt. Königin der Soßen! Tortillas! Wie viele von euch verdrücken gerade ein Fertigburrito aus der Mikrowelle, während sie meine Sendung schauen? Schämt euch! Ihr könntet genauso gut Bohnen einen alten Putzlappen wickeln. Hört mir gut zu. Wenn ihr einmal meine frischen rustikalen Mais-Tortillas ausprobiert, könnt ihr nie wieder zurück. Cool. Heute mit Gesicht. Hab ich schon gesagt? Ihr seht's ja. Beautiful, nicht wahr? Genau, wir haben jetzt sowas. Genau, die baut unsere Küche. Gießen brauchen wir ja nicht mehr. Das ist, das was für Low-Performer, sage ich mal. Okay, das sieht ja alles ganz gut aus, oder? Gut, was war der Plan? Ich hab, Lag. Ich hab eine Weile nicht aufgenommen. Gab's dafür einen besonderen Grund? Nein. Nein, gab es nicht. Einfach, ich habe ein anderes Projekt auch vorbereitet. Artefakt Gunther. Aquamarine. Den machen wir mal hier rein. Okay. Ich würde sagen, das sieht alles ganz gut aus. Das sortieren wir uns mal so ein bisschen. Tralala, Geode. Grünalge, okay. Wabbelt hier irgendwas? No. Der Herbst wird geil. Glaube ich. Komm, wir streichen mal Gabi und geben ihm was zu trinken. Ach so, und meine Dings, ne? Meine Spitzhacke. Genau. Die ist ja auch noch. So. Sorry. Die sind richtig viel wert, ne? Ist okay. Ach, wir haben jetzt auch so einen Blitzableiter gebaut. Ah, es läuft bei uns. So. Drei Fackeln sind rausgekommen. Super. Okay. Dann machen wir. Ich fahr mal zu Gunther. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir irgendwas vorgehabt zu bauen hier noch. Wir haben ja jetzt erstmal auch unsere Küche. Und wenn wir unsere Küche haben, bilde ich mir ein... Ach Mensch, was mache ich denn? Dass wir... richtig viel Kohle machen. Oder? Ich glaube, wir sollten langsam auch so an Tiere denken. Stadt. Die machen ja eh erst um 9 auf. Ach, Schiedkram. Ach nee, der hat schon Feuer auf. Und wie ist so leise? Nee, ist alles normal. Hupsie Daisy. Okay. Kein Geschenk, leider. Vielleicht ist noch in den gefrorenen Geodes was drin. Iridiumangel haben wir auch schon. Heidige Witzka. Hofrechner. Ein Stoff, ja, ja. Wir brauchen Tiere unbedingt. So langsam wird's wichtig. Mann. Der hat vielleicht unsere Axt auch schon fertig. Das wäre richtig cool, wenn er unsere Axt schon fertig hätte. So. Jetzt. Hallo. Und ich glaube, jetzt können wir was Cooles machen. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das 100 Pro so ist. So. Den Kyanid. Das hatten wir betet noch nicht, oder? Nee. Den kriegen wir ja wahrscheinlich ein Geschenk. Ich habe apropos eine neue Brille. Habt ihr das schon gesehen? Ist dir schon aufgefallen? Toll, wa? So, deswegen natürlich mit Kamera. Muss ich ja der Welt zeigen, nicht wahr? So. Und
Kein Geschenk. Ey, was wir ja schon alles hingeschleppt haben. Okay, dann glaube ich. Ich glaube zu wissen, was wir jetzt machen können. Wir hätten vielleicht schon die Gießkanne. Warte mal. Ah, wir haben kein Kupfer. Vielleicht haben wir noch Kupferbarren. Haben wir. Haben wir. Wo habe ich denn Fackeln drin? Hier, oder? Nee. Hier haben wir Fackeln drin. Bier 300. Das lohnt sich. Aber wir brauchen einfach mehr. Wir brauchen einfach mehr. So, aber jetzt... Achso, erstmal können wir sowieso... Ja, jetzt können wir die hier wegmachen. Schwupps. Da ist noch Kiefernteer. Ah, okay, da brauchen wir anscheinend eine Steinaxt für. So, sehr schön. Können wir Hartholz farmen? Da brauchen wir jetzt noch Köder, nicht wahr? Mahagonisamen. Wo habe ich den denn her? Mahagoni. Das klingt aber... Das klingt sehr gut. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Werkzeug, vielleicht sogar die Spitzhacke... Warum nicht? Wir haben jetzt actually nichts weiter zu bekleistern. Ach, guck mal. Ah, wir wollten noch zum, richtig. Wir wollten noch zum Zauberer, nicht wahr? Herzmuschel. Pizza, Amaranthsamen. Haben wir doch. Oder? Ich gehe nochmal zum Zauberer. Oder waren wir schon zum Zauberer? Und dann habe ich festgestellt, dass das nicht funktioniert. Manchmal beachte ich insgeheim die Stadtbewohner. Ich würde gerne einen Lehrling finden. Irgendwann werde ich diese sterbliche Ebene verlassen, aber meine Arkan-Nachforschungen müssen fortgesetzt werden. Ich mach das! Ich mach das! Ich mach das! Was hat er denn hier eigentlich? Kann man denen irgendwas klauen? Was machst du da? Dort dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Oh. Denen ich vertraue? Warte mal. Ist der hier aufgeführt? Ja. Ich schenke ihm einen goldenen Sommerkürbis. Mein Dank, diesen Gegenstand hat einige interessante Eigenschaften. Da. Wir müssen ihn noch zum Geburtstag verschenken. Und dann vertraut er uns und dann dürfen wir in seine Falltür. Das ist ziemlich verrückt. Ah nee, wir brauchen dafür eine Eisen. Ist jetzt so die Frage, nicht?
1, 2, 3, 4. Das ist jetzt so die Frage. Ob wir einfach direkt weitermachen. Also mit dem Upgraden. Sonnenblumensaat. Achso, das habe ich hier reingemacht. Das ist ein Ködermacher. Könnte man jetzt... Wie viel geben die? Nicht genug. Wabbelt der? Nee, wabbelt nicht. Achso, eine Köder haben wir auch noch. Krabbe, Venusmuschel. Krabbe, Venusmuschel, tralala. Ach komm, ist egal. Ist egal. Mit dem Upgraden gucke ich gleich noch. Aber hier wäre auch eine Truhe nicht verkehrt, wa? Warte mal, wie war denn das jetzt? Aubergine, Ach, das ist Gewächshaus. Nee, das wollte ich nicht. Gewächshaus, Brückenreparatur? Brückenreparatur. Bus. Das mit dem Geld war die Busreparatur. Okay. Naja, wir könnten wirklich noch Kupfer und Eisen farmen. Bessere Spitzhacke, okay. Okay, bessere Spitzhacke. Die kann sich ruhig mal ein bisschen beeilen, die kleine Maus, damit wir endlich eine Küche haben. Stell dir das mal vor. Dann geht's richtig los, Leute. Der Bus Richtung Kaliko-Wüste ist momentan nicht in Betrieb. Ja, ich weiß. So, der hat noch offen. Pass auf, wir machen uns das hier. Genau. Wir grainen den ganzen Kram erstmal. Und dann freuen wir uns. Dann kann es ja nur besser werden. So, das wabbelt hier alles vor sich hin. Da freue ich mich. So. Wir können derweil ein bisschen aufräumen. Ein bisschen Platz schaffen. Wir haben auch erst Anfang Herbst. Vielleicht hätte ich noch ein paar Samen kaufen sollen. Schwupps. Das sind Mahagonibäume hier, oder wie? Ja, das sind Mahagonibäume. Und da wächst, da können wir Hartholz mit farmen. Das ist sehr interessant zu wissen. Kommen nur drei Hartholz raus. Wie viele Tage braucht er? Zwei, oder? Um das Werkzeug zu reparieren? So, jetzt haben wir hier keinen Platz mehr.
So. Aber ist okay. Megabombe. Warum habe ich die Artefakte hier drin? Keine Ahnung. So, naja, wir könnten jetzt noch ein bisschen Holz einfach sammeln heute. Naja, und ich würde wirklich jetzt nächsten Tag mit dem Geld für Saatgut kaufen, ja, und angeln halt, ne. Angeln wäre das Schlauste. So, ein Bäumchen schaffen wir noch. Ein kleines Bäumchen wäre ein Träumchen. Und mit Tieren haben wir ja dann wieder genug zu tun auch. So, vielleicht ist jetzt nächsten Tag unser Haus fertig. Oh, das wäre nice. Das wäre nice. So, wir haben ein bisschen Geld gemacht. LSB und so. Mhm. Wir brauchen davon richtig viel. Das sieht nicht nach einem fertigen Haus aus. Sonne interessiert mich ja nicht mehr. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Spitz die Ohren, es ist Brombeerenzeit. Ey, cool, da können wir Marmelade draus machen. Ach, guck mal. Ahornsirup? Nee, ich brauche Eichensirup. Ja, boah, die Büsche sind voll. Hm. Ich würde gerne ein paar pflücken, aber ich habe, kannst du helfen? Linus. Wer ist Linus nochmal? Finde Linus Korb und bringe ihn. Er hat keine Ahnung, wo er sein könnte. Ja, toll. Senfkohl. 420. Ja, stimmt, jetzt zählt das zusammen, genau. Der Sirup ist auch viel wert. Muss man ja mal so sagen. Da ist was, wieso ist denn das hier so? Hä? Preiselbeeren. Da gibt eine... Eines 82 wert. Benötigt Sense? Wir haben eine Sense. Was ist denn das? Amaranth. Wow. Das wird so verkauft, Amaranth. Gut, ich brauche Amaranth-Samen. Ich weiß nicht mal, was das im Real Life ist. Was ist eine Amaranth? Aha. Das ist richtig viel wert. Preiselbeeren. Es ist lukrativ, ne? Preiselbeeren ist lukrativ. Ein violettes Korn, das von einer alten Zivilisation angebaut worden ist. Nicht, dass ich das irgendwie so übel zum Kochen brauche. Und dann ärgere ich mich. Nein, hör doch mal auf jetzt. Nein, ich Senfkohl essen. So. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich direkt bei Pierre verkaufen. Stimmt, wir wollten Melonengelee machen. Guck mal, das ist alles nicht viel... Na, das gibt schon Kohle hier.